Hallo und willkommen zurück bei Wildstar. Und ich brauche hier noch ein paar. Ja, Ravenok. Schlägel. Also Hühnerbeine zum Futtern. Das geht ja noch. Haben wir schon 50. Ein Großschwert. Und da haben wir das auch abgeschlossen. Da müssen wir mit der Fanny reden. Die war da hinten. Und für die müssen wir noch Honig sammeln. Huch. Also erstmal lesen wir noch hier das Datapad und dann gucken wir mal, dass wir Honig bekommen. Von da hinten zum Beispiel. Hallo, hast du mir was zu sagen? So, ja, schmackhafte Schläge. Ich habe während meiner Zeit auf Nexus schon ein oder zwei Ravenok gegessen. Daher weiß ich, dass sich die Leute in der Sturmzuflucht mächtig darüber freuen werden. Ja, danke. Ich hoffe, sie mögen das. So, da haben wir doch jetzt hier, glaube ich, wieder Schrott bekommen. Sowas. Ja. Okay. Honig. Sammeln wir Honig. Das war so nicht gewollt. Okay, du stehst mir jetzt hier gerade im Weg. Dann nehmen wir das. Lecker, lecker Honig. Okay, das war leider nicht von hinten. Wie sieht's denn mit dir hier aus? Du da. Okay. Ja, deswegen war ich nicht. War ich hier irgendwie etwas zu tief, um ihn da zu meucheln? Okay, da. Habe ich jetzt hier bestimmt sämtliche Insekten gleich am Hintern. Auf mit dem Scheiß hier. Ja, also. Herausforderung beginnt! Was? Brummkleber von. Ach Gott. Okay. Ich hoffe, dass da ist das Richtige, was wir hier ernten. Na, zu weit weg. Klopfte Takt hier. Bronzerang verliehen.
So, komm mal hier runter, mein Freund. Da oben ist immer ein bisschen blöd, wenn du da rumhängst. Verliehen. Wunderbar. Komme ich irgendwie nicht ran. Aber ist auch wurscht, weil wir können hier wieder ernten. Okay, also das respawnt anscheinend schneller als diese ganzen Sumsings. Das ist dann schon mal halbwegs praktisch. Goldrang verliehen. Yay. Was kriegen wir dafür? Na ja, gut, dann mach mal das da. Deswegen alles andere bringt mir jetzt so nichts. Ich muss ja da wieder zurück. Ich bleib da immer stehen, weil ich nie genau sicher bin, ob er das automatisch einsaugt. War auch an der Zeit, dass ich mal mit dir rede. So, da hast du deinen Honig. Du hast den Honig, großartig. Bist du überhaupt gestochen worden? Keine Ahnung. Lass die alte Fanny sich das mal ansehen. Ich habe eine Salbe, die gut gegen die Schwellungen hilft. Aha. Nicht nötig, mir geht's gut. Echt jetzt. Gut, da hat ihm jetzt hier ein neues Kochbuch hier in die Hand gedrückt. Reste, Fleischknochen, nützliche Dinge liefern. Okay, recycle mal. Das kannst du auch recyceln. Nein. Lederstiefel. Ja gut, dann mach auch mal. Federhaufen. Soldatenschwert. Wupp. So. Bedenken? Oh ja, jede Menge. Vorratslieferung. Klingt schon mal ganz gut. Wir haben jetzt genug Vorräte auf das Kog geladen. Dann können wir sie ebenso gut zur Sturmzuflucht bringen. Hast du Interesse daran, mein Junge? Jetzt erstmal nicht. Ist das zu fassen? Hab dich nicht für einen Feigling gehalten. Ne, ich hab noch hier was zu tun. Weil wenn ich den dann eskortieren soll, dann muss ich ja da einmal rum. Das wäre ein bisschen viel des Guten. Ich hab hier einfach ein Auge auf das, was so passiert. Halte die Landarbeiter bei der Stange und so weiter. Ja. Ach hier, jetzt soll ich doch wieder Sumsings töten. Na egal. Ich liebe Honig, aber ich hasse Sumsings. Diese ganze Aufregung hat die Biester aufgescheucht. Und jetzt fliegen sie über die Felder und wollen alles stechen, was ihnen in die Quere kommt. Ja. Warum hast du eigentlich die Sumsings? Ich bin allergisch gegen diese Mistdinger. Ich muss mich nur eins... Es muss mich nur eins davon stechen und ich bin toter als Dominus. Na gut. Da bekommt deine Waffe mal wieder was zu tun. Naja. So, dann hauen wir die. Diesmal auch gegen Geld. Wunderbar. Nächste. Okay, ach, das war's schon. War ja jetzt nicht allzu viel.
Dann können wir jetzt hier noch kurz hier den Garten schön häckseln. Ihr habt nichts gesehen. So, da. Ja, Sumsing Vernichtung. Du hast ein paar Sumsings getötet, vor allen Dingen nur ein paar. Und bist noch am Leben. Ich nehme mal an, du bist nicht so allergisch wie ich. Ja, du Glückspilz, du. Mhm. Pass auf dich auf. Alles klar, der hat mir wieder ein Buch gegeben. Was ist eigentlich hier? Wildhornbulle. Was muss ich denn da noch machen? Sie will auf jeden Fall noch irgendwas von mir. Achso, sehr wahrscheinlich hier. Ja, Klebefoto, alles klar. Gruppenevent. Blöpp. So, jetzt können wir. Oh ja. Ja, ich werde da helfen. So, achso, den hätten wir dann einfach nur anquatschen müssen. Inspizieren. Es gibt da einen Job. Und ich schätze, du bist derjenige, der ihn erledigt. Okay, und da setze ich das Vieh dann in Bewegung. Ich hoffe mal, die komischen Klingenschnäbel da sind nicht so das Problem. Und wie immer ist hier der, Behake sie mit allem, was du hast. Das Kok hier irgendwie nur auf Rollen untergebracht. Denn es bewegt die Beine nicht, sondern einfach nur irgendwie den Körper. Fährt halt irgendwie Rollschuh. Na, da komme ich leider nicht dran. Behake sie mit allem, was du hast. Das, was wir gebrauchen können. Ich hoffe, deine Waffe dient nicht nur zur Zierde. Oh, komm mal her, du Lob. interessante Bewegung. Okay, wo kann ich denn das jetzt abgeben? Ah, mit der Versorgerin. Gegebenenfalls mit der Versorgerin da reden. Oh, zack, da. Ah, gut, dass du rechtzeitig gekommen bist. Unsere Essensversorgung wird langsam wirklich bedenklich. Danke. Ja, bitte. Drei. Das ist eigentlich wurscht. Neue Errungenschaft. So, damit haben wir zumindest mal den Hof da abgehakt. Ich versuche jetzt hier irgendwie krampfhaft die Quests hier durchzugehen. Hier oben haben wir ja noch jede Menge. Oh Gott, hier ist auch noch einiges. Ich will aber noch mal bei dem Sprengkommando vorbeischauen. Obwohl, halt mal. Bevor wir das machen, wäre es vielleicht praktisch, Zeug zu verkaufen. Willst du ein Geschäft machen? So. Dann bin ich der richtige Granok für dich. Ja, die Add-ons habe ich in der Zwischenzeit halt auch aktualisiert. Käfer. Bitte einmal recyceln. Stiefel, das waren die. Auch recyceln. Wunderbar. Okay, die Siedler-Dinger sind leider weg. Ach, da komme ich nicht raus. Verdammt. Da auch nicht. Noch mehr verdammt.
So, da sind wir jetzt hier wieder im knurrenden Wald. Wo war denn das Gedöns? Da oben, ne? So. Runter vom Moped, rein in die Tarnung. Ach, da ist auch noch was. Moment. Wo kommst du denn her? Gerade gewundert, wo was mich da noch irgendwie anschießt. So, was ist denn das? Entdeckung. Huch. Aha. Öffentliches Event. Okay, was auch immer. Okay, holen wir uns das da. Na komm. Tja, keine Ahnung, was das hier für ein Event ist. Wir meucheln uns einfach mal hier so durch. Gab's auf jeden Fall irgendwas Rüstungsmäßiges und Waffenmäßiges. Ja, ja, kein GPS und so. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hm, okay, von da. Also hier könnte man auf jeden Fall jede Menge Erz sammeln. Keine Ahnung, ob das einfach nur ist, um ja, hier irgendwie Erz zu farmen oder irgendwie was anderes zu machen. Keine Ahnung. Ah, hier. Ich kann sabotieren. Bäh. So, dann haben wir das. Gott sei Dank. Granatapfel und Granatapfelsamen. So, da runter will ich jetzt erstmal nicht. Ich würde jetzt einfach gerne halt hier hin. Ach, hier, das Ding haben wir auch noch nicht gemacht. Ja, dann sollen die mal kommen hier. Ja.
Typen sind zäh. Solange die weiter vorrücken, lass sie ins Gras beißen. Ja, die soll mal hier hinkommen und nicht da irgendwo einfach doof in der Gegend rumstehen. Na kommt her. Hallo. Inklusive gelegentlichem Heldentod sind Teil des Jobs. Du stehst noch weiter, Soldat. Da kommt noch eine Menge mehr Ärger auf dich zu. Ja, soll mal hier rankommen. Ja. Beeindruckende Leistung, Soldat. Du bist eine erstklassige Tötungsmaschine. Der Planet wird in 0,0 uns gehören. Hurra, hurra. So, was haben wir denn hier? Kampftasche. Erweitert dein Inventar um 6 Plätze. Na toll. Hätte ich ja gedacht, da würde etwas Besseres drinstecken. Naja. Okay, ich schaue gerade auf die Uhr. Es wird eigentlich wieder Zeit, die Folge zu beenden. Das mache ich dann auch. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.